Willkommen zur sechsten Folge der Runaway Teen Pregnancy Challenge. Oh Gott, jetzt habe ich voll den Zungenbrecher gehabt. Oh Gott. Wir sind bei der April. Ich habe sie jetzt... Wir hatten ja pausiert und es sind jetzt genau noch 4 Stunden, bis das kleine Baby auf die Welt kommt. Ich bin so gespannt, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird. Der April geht's eigentlich, außer dass sie todmüde ist, ganz dringend auf Toilette muss. Geht es ihr eigentlich relativ gut, finde ich zumindest. Ja, dann lassen wir sie doch einfach auf Toilette gehen, bis das kleine Pupsbaby dann auf die Welt kommt. Hier machen wir dein Lichtchen noch an. Warum das andauernd ausgeht, weiß ich auch nicht. Und ich bin sehr gespannt, wann es auf die Welt kommt. So, April, du kannst dann danach auch schlafen gehen, dass du dich noch ein bisschen ausruhst. Ich denke... Das ist für eine Zuhausegeburt, Heimgeburt. Ich weiß nicht genau, der genaue Ausdruck. Ich glaube, das Beste, was du machen kannst. Und ich bin sehr gespannt, was es wird. Ein Junge, ein Mädchen. Und ich bin sehr gespannt, was ihr zu meinem Namensvorschlag sagt, wie ich das jetzt geregelt habe. Dann schlaf du noch mal ein bisschen. 2 Stunden. So. Dein Baby kommt gleich auf die Welt. Wir haben jetzt noch 31 Minuten. Dann geh doch einfach mal duschen. Ich denke, das tut auch sehr gut, wenn du duschen gehst, Schmuckilein, bevor dein Baby auf die Welt kommt. Ach Gott, oh Gott. Ich bin so gespannt. Ich bin so gespannt. In 12 Minuten kommt das Baby von der kleinen April auf die Welt. Oh mein Gott, ich kann es immer noch nicht fassen, dass sie Mami wird. Was ist hier los? Du willst kokett werden. Nur das sollten wir doch irgendwie hinkriegen. Einen Sprinkler kaufen. Oh mein Gott, es geht los. Es geht los. Ja, dein Baby. Ich weiß, dein Baby kommt jetzt. Oh, das Es ist ein Mädchen. Oh mein Gott, es ist ein Mädchen. Ich bin ehrlich, ich habe mir ja ein Mädchen gewünscht. Weil ich finde, wenn man die dann ein bisschen stylt und mit denen so ein bisschen spielt, kann man mit denen ein bisschen mehr irgendwie machen. Jetzt nichts gegen die Jungs, ich habe auch gern Jungs, aber von den Kleidchen, die man denen so anziehen kann, finde ich es natürlich schöner, ein Mädchen zu haben. Aber es ist ein Mädchen. Es ist ein Mädchen. Und ich habe mir diesen Namen für die Kleine überlegt. Und zwar heißt sie Emerian Hope Thompson. Ich fand die beiden Namen einfach so schön und ich finde, zusammen klingt das auch echt schön. Emerian Hope Thompson, wenn man sich das so vorsagt. Und Hope bedeutet ja Hoffnung. Und ich finde, es passt total zu April, weil sie ja so viel Negatives durchgemacht hat und dann diese plötzliche, eigentlich ungewünschte Schwangerschaft war, aber sie sich dann doch entschieden hat, das Kind zu behalten, das zu schaffen. Sie macht ihren Abschluss, sie wird dann später auch noch an die Uni gehen. Und ich dachte einfach, Emerian Hope als Doppelname, das passt perfekt zu der Kleinen. Und man kann es eigentlich nicht besser sich wünschen. Dann gucken wir mal, ob wir doch einen schönen Screenshot von euch zwei hinkriegen. Tschüpp. Der ist wunderschön, der Screenshot, finde ich zumindest. Vor allem, ich finde es halt schön mit den ganzen Glitzerpartikeln. Vor allem das Baby lacht, auch wenn da eine Glitzerpartikel gerade so ein bisschen dezent in seinem Mund ist. Machen wir nochmal so. Und die April guckt auch ganz zufrieden. Und ich bin so gespannt, wie die Kleine aussieht, wenn sie ein Kleinkind ist. Ob sie die Gene von der April geerbt hat oder die Gene von dem Papa von dem One-Night-Stand. Ich bin so gespannt, vor allem auf die Augenfarbe. Die April kriegt dann auch noch die CC-Augenfarbe. So ein schönes Blau, was sie jetzt reintut schon hat. Und dann bin ich so gespannt, was das Kind hat. Es ist einfach schön. Einfach süß, die zwei. Oh.
Goldig. Dann fütter sie doch direkt bitte. Hier füttern. Nein, du kriegst kein Fernseh, April. Na los. Fütter deine kleine Emirian. Genau, und ihr Spitzname ist Emmy. Habe ich vergessen vorhin zu sagen. Genau. Die kleine Emmy. Ach, ich freue mich so. Oh, ich freue mich so für die beiden. Oh Gott, ich freue mich wirklich. Und sie sieht auch, finde ich, sehr zufrieden aus, unsere April. Oder? Dann hier, kannst du sie nochmal schaukeln? Und dann gucken wir, sind deine... Oh, der hat schon offen. Dann flitzt du ganz schnell dahin und holst dir was zu essen. Holst dir ein Fisch-Sandwich. Ich passe auf dein Baby auf. Beziehungsweise wir passen auf das Baby auf. Und du flitzt ganz, ganz, ganz schnell dir was zu essen holen. Und vielleicht bist du ja dann glücklich durch die Hormone, dass du vielleicht deine Pflänzchen mal machen kannst. Weil ich sehe gerade, bei ein oder zwei Pflanzen sind die Käfer schon wieder da. Und das ist nicht gut. Dann ganz schnell, April. Ganz, 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 ganz schnell. Mich wundert es, dass sie ausnahmsweise mal ihr Alltagsoutfit anhat, weil sonst hat sie, egal wo sie hingeht, wann sie hingeht, immer ihre Badesachen an. Da ist mir auch eine Idee gekommen. Schreibt mir gerne dazu mal in die Kommentare, wie ihr das findet. Und das Baby weint. April, Beeilung. Los, los. Essen und nach Hause kommen. Und dann kannst du deiner kleinen Emmy die Windeln wechseln. Schnell, 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 schnell. Emmy, die Mama kommt gleich. Halt noch ein bisschen durch. April, los. Iss dein Sandwich. Genau, jetzt habe ich voll den Faden verloren, aber... Da sie ja so gerne schwimmen geht und ihre Badesachen die ganze Zeit anhat, zumindest kommt es mir so vor, dass sie sehr gerne schwimmen geht, ob wir sie nicht in eine Meerjungfrau verwandeln wollen. Ich fände das eigentlich voll cool für sie. Ich habe nur leider keine Ahnung, wie das auf natürliche Weise geht. Ich weiß nur, dass man hier sich im Belohnungsstore so eine meerjungfräulichen Seetang irgendwie kaufen kann. Aber ihr könnt ja gerne, falls ihr das wisst, gerne in die Kommentare schreiben, wie ich sie auf natürliche Weise zur Meerjungfrau machen könnte. Vielleicht gibt es da auch so einen Prozess wie bei den Vampiren. So, Windeln hast du gewechselt? Sehr gut. Du bist todmüde, dann geh bitte nochmal pieseln. Und dann kannst du, wenn du möchtest, wirklich nochmal dich hinlegen nach der Geburt. Aber ich muss sagen, für eine... Heimgeburt ist das wirklich super abgelaufen. Sie hatte kaum wirklich Schmerzen, weil sie die meiste Zeit geschlafen hat. Aber sie ist auch irgendwie nicht in Panik geraten, was ich sehr gut finde. Also, was möchte man meckern? Mir fehlen gerade die Worte so ein bisschen. Nee, also ich bin wirklich stolz auf sie, dass sie das so gut hingekriegt hat. Aber wir lassen sie jetzt ein bisschen schlafen. Die Kleine schläft auch und sobald sie wach ist, melde ich mich dann wieder zurück. Das Baby ist gerade wach geworden. Es hat Hunger. Dann schnell April füttern. Nein, April, du kannst kein Fernseh haben. Das geht leider nicht. Fütter mal deine kleine Emmy. Sehr gut. Kannst du dich dann um deine Pflanzen kümmern? Nein, okay. Dann müssen wir gucken, dass wir dich ein bisschen... Dann hier. Geh mal schnell duschen. Was hast du jetzt gehabt? Hast du dir am Nacken wehgetan? Oh, ich hoffe nicht, dass ich mit dir ins Krankenhaus muss. Ich weiß nämlich leider nicht, wie das geht. Außer wenn die Baby bekommen. Selbst wenn ich wüsste, wo das Krankenhaus wäre, in welcher Welt, was ich leider nicht weiß, könnte ich mit dir da hinreisen. Aber das weiß ich leider nicht, wo das steht. Und man kann sich ja die Medizin über den PC kaufen, aber wir haben kein PC. Und über das Handy... Hör auf zu fluchen, April. Wüsste ich auch nicht, das Baby weint schon wieder, ob es da irgendeinen Button gibt, den man sich aussuchen kann. So, hier bitte. Schnell die schmutzige Windel wechseln. Los, los.
Dann kannst du, vielleicht bringt das was, dich hier ein bisschen beruhigen, dass du vielleicht deine Kokosnüsse endlich ernten kannst und dass du die Pflanzen einsprühst. Das fände ich nämlich voll cool, wenn du das hinkriegst. Nicht, dass unsere Pflanzen kaputt gehen, weil das ist im Moment so die einzigste Geldeinnahmequelle, die du hast, April. Das wäre nicht gut. Was, du willst boxen? Das fände ich aber, glaube ich, nicht so gut. Du willst einen Tobsuchtsanfall kriegen. Nicht in der Nähe deines Babys. Lieber nicht. Genau, du willst einen Sprinkler haben und du willst kokett werden. Aber es ist ja abgestimmt worden, dass wir eine Bienenkiste kaufen. Finde ich eigentlich nicht schlecht. Auch wenn ich immer ein bisschen Angst habe, dass die Bienen, die April dann so ein bisschen anfallen. Naja, ich würde sagen, wir kaufen das jetzt einfach. Wir stellen die hier hin, die Bienchen. Dann haben sie sich bei den Pflanzen in der Nähe. Und sie möchte gern einen Wassersprenkler haben. Wenn wir den hier hinstellen, kriegen 4 der 5 Pflanzen was ab, oder? Glaub schon. Okay, April. Okay, jetzt haben wir zwar eine ganze Menge Geld wieder ausgegeben, aber diese Sprenkler, die nützen einem ja auch was. Ich hoffe nur, dass er zumindest geht. Dass er abseits vom Netz funktioniert. Sonst hätten wir nämlich diese 350. Oh mein Gott. Ja, umsonst ausgegeben. So. Kannst du mit den Bienchen was machen? Wie ist denn denen ihre Gemütszulage? Honigmenge ist leer, Aktivitätslevel aktiv, Gemütszustand ruhig. Oh, wieso ist das ausgedingst? Sanitätsanlage funktionieren abseits des Versorgungsnetzes nicht. Verdammt. Ja, okay, wir lassen ihn jetzt trotzdem mal stehen, um zu gucken, ob er nicht doch so ein bisschen was herausgibt. Und ja, die Kleine können wir nochmal liebkosen, dass sie nicht denkt, hey, wo ist meine Mama die ganze Zeit? Was macht die da? Und vielleicht, wenn die April, willst du dich mit den Bienen mal ver... Wobei, du lässt die Kleine jetzt schlafen, wenn sie jetzt schon schläft. Sollen wir es mal versuchen? Ja, komm, wir wagen es. Ich hoffe nur, dass du nicht zu sehr gestochen wirst, wenn die Bienen dich doch nicht so mögen sollten. Oh Gott. Zumindest hat sie mehr Punkte gekriegt. Du wirst eine Wasserballonschlacht machen. Wir gucken mal, ob wir dir den Wunsch... Ich pinne ihn erstmal fest. Wir gucken, ob wir das machen können. Hast du schon wieder Hunger? Ei, dann los. Ab zu den Bienen. Vielleicht kannst du dich dann um deine Pflänzlein kümmern. Ab wann kann man eigentlich einen Mega-Verkauf machen? Ab Level 8. Okay, da müssen wir noch ein bisschen arbeiten. Aber der Preis wäre doch dasselbe, oder? Oh, ich hoffe, die Bienen stechen sie nicht. Bitte nicht. Oh nein. Ich wusste es. Ich finde es zwar eine total coole Idee mit den Bienen, wenn man den Honig hier machen kann. Aber die stechen halt dann auch gern mal. Na, April, wir können hier leider nichts machen, weil es dir nicht so gut geht. Ei, dann bring mal den Müll raus. Das macht immerhin auch was. Oh, habt ihr das gerade gesehen? Die Leiste hat kurz so einen grünen Balken angezeigt gehabt, beziehungsweise so einen kleinen grünen Pfeil, so wie der jetzt da ins Rote geht. Und sie geht schwimmen. Seht ihr das? Oder auch nicht, sie geht nicht schwimmen, sie geht. Was machst du? Sie geht Hände waschen. Aber ich habe echt den Eindruck, dass sie gerne schwimmen geht. Und ich glaube, das würde ihr schon gefallen, wenn sie zur Meerjungfrau werden würde. Okay, April, los. Dann gehst du dir jetzt bitte hier noch was zu essen holen, bevor der Laden zumacht, weil wir haben 18:27 Uhr. Los, los, wir passen auf dein Baby acht und du kannst dir schnell was zu essen holen. Und vielleicht kriegen wir dann die Kokosnüsse noch. Weil ich weiß nicht, wie wir von 829 in diesem kleinen Räumchen das Babybett hinstellen sollen, den Hochstuhl und dann noch ein bisschen was an Spielsachen. Das wird ein bisschen eng.
Naja, aber okay. Wir haben halt im Moment wirklich nur unsere Früchte als, beziehungsweise unsere Kokosnüsse als Geldquelleneinnahme. Aber wir haben jetzt unsere Bienchen. Ein ganz, ganz kleiner Balken ist schon grün. Wie cool. Guckt, da, sie will schon wieder schwimmen gehen. Ja, du hättest gerne Badewanne. Ich weiß, du würdest jetzt so ein richtig heißes Schaumbad nehmen. April, wo bist du jetzt hin? April? Ach, da hinten. Hä, wie kommst du denn jetzt da hinten hin? Jetzt bin ich ja mal gespannt. April, dein Baby ist wach. Ich weiß nicht, ob es gleich anfängt zu weinen. Hier, du kannst es nochmal füttern und nochmal liebkosen. Komm mal wieder nach Hause. Ja, bitte alles ernten. Und vielleicht können wir die Pflanze noch gegen die Käfer einsprühen. Vielleicht kriegen wir das ja gerade so noch hin. Äpfel, wo bist denn du jetzt schon wieder? Ach, da hinten. Ja, dein Baby weint. Ganz schnell los, bitte. Was war denn jetzt los? Das Wasser sieht tief aus. Unergründliche Tiefe. Ah ja, wenn du dir die tiefen Stellen aussuchst, Madame. Da wäre mir auch ein bisschen mummelig. So, jetzt fütter mal deine kleine Maus. Die hat bestimmt Hunger. Genna. Awisadib. Oh, Skimbo. Und ich glaube, es hat eine schmutzige Windel. Kann das sein? April, beeil dich nicht, das. Ja, das ist schon wieder vorbei. Och, Menno. Och, Menno. Gefällt mir ja gar nicht wieder hier. Aber wir sind immer ein bisschen vorangekommen. Wir haben jetzt noch eine Geldeinnahmequelle. Und wir haben unsere Pflanzen. Und wir haben den Sprenkler hingestellt, damit die April nicht jedes Mal selbst die Pflanzen gießen muss. So, April, hier einmal bitte unter die Dusche. Und dann darfst du gerne schlafen gehen. Es ist nämlich schon 23:30 Uhr gleich. Und ein Baby weint. Schmutzige Windel. Einmal bitte vor dem Schlafengehen dann machen. Emmy, hältst du das noch aus? Mami muss selbst duschen, die stinkt ein bisschen. Sie ist gleich da, versprochen. April, beeilst du dich? Dein Baby weint. Die möchte nicht in ihrer eigenen Kacke liegen. Betty, was machst du schon wieder? Was machst du schon wieder, kleine Maus? Tut mir leid. Oh, jetzt ist die Kleine glücklich. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dann geht die April jetzt schlafen. Die Kleine auch. Ach, perfekt. Und dann lassen wir die beiden jetzt mal schlafen. So, die April ist jetzt gerade aufgewacht. Heute ist der Streichetag. Die Kleine hat fast bis 3 Uhr, glaube ich, durchgeschlafen. Genau, die April geht jetzt von alleine aufs Klöchen. Dann kannst du deine kleine Maus eigentlich direkt füttern und mal liebkosen, weil sie hat wirklich. Ich glaube, bis 3 Uhr, also fast 5, nee, vier, fast 4,5 Stunden oder 3,5 Stunden, eigentlich durchgeschlafen, hätte ich nicht gedacht. Dann hat sie fast 3 Stunden. Die Apple ist ja so gegen 6 Uhr oder halb 6, halb 7, weiß jetzt nicht mehr genau. Aufgestanden, sie war eigentlich echt lieb, also hätte ich nicht gedacht. Hast du gespült? Ja, scheint so. Dann kannst du danach gerade aufs Klo gehen. Und kannst du dir dann vielleicht die Kokosnüsse ernten? Nein, immer noch nicht. Der Wassersprengler. Entschuldigung. Der Wassersprengler läuft. Und die Palmen tropfen. Bis auf diese hier. Okay, April, also diese müssen wir dann unbedingt gießen, nicht, dass die kaputt geht. Oder wir müssen die ein bisschen anders anordnen. Ja, ich glaube, das machen wir. April, dein Baby weint. Sie hat eine schmutzige Windel. Und die April hat, glaube ich, Nackenschmerzen.
April, los jetzt. Und was stinkt hier bitte? Was ist hier jetzt schon wieder? So, jetzt haben wir zumindest den übel riechenden Täter gefunden. Wenigstens das, dann ist es nicht mehr... Oh, verdammt, ich habe die Sachen vergessen rüberzustellen. Jetzt könnte ich auch gerade ein bisschen flennen wie das Baby. Heute ist meine Katze ein bisschen leiser. Nein, du gehst nicht schwimmen, hallo. Dein Baby hat eine schmutzige Windel und weint. Kümmerst du dich bitte darum? Dankeschön. Du hast Hunger. Was war denn das jetzt? Was hast du auf deinem Handy gesehen? Seht ihr? Sie geht schon wieder freiwillig ins Wasser. Okay, vielleicht macht sie das auch für die Hygiene, um ein bisschen Sport zu treiben, aber ich glaube, als Meerjungfrau würde sie sich, glaube ich, schon sehr wohl fühlen. Schreibt es gerne mal in die Kommentare, ob wir die April als Meerjungfrau machen sollen. Aber April, wo schwimmst denn du jetzt hin? Bitte nicht zu weit weg, gell, dein Baby. Du hast dein Baby, du hast jetzt Verantwortung. Die hattest du vorher auch schon, aber jetzt noch mehr. So, April, aber, oh mein Gott. Seht ihr das? Der Balken geht hoch. Was will sie jetzt machen? Debattieren üben. April, also wenn du jetzt schon so glücklich bist, fände ich das viel schöner, wenn du alles erntest und hier die Pflanze gegen Käfer einsprühst. Das fände ich eigentlich viel cooler, wenn du jetzt schon gerade glücklich bist. Das sind bestimmt die Geburtshormone. Oh Gott, oh Gott. Du hättest auch eigentlich hier außen rumlaufen können, aber egal. Egal. Was sagt denn hier? Teilweise gefüllt. Okay, wir müssen noch ein bisschen warten. Aber ich denke mal, die Bienen, die haben es eigentlich schön. So, April, dann kannst du hier ein paar Kokosnüsse essen. Ich wollte schon sagen, Kokosnüsse ernten statt essen. Was ist hier? Du hast eine Freundschaft geschlossen? Mit wem denn? Mit wem hast du eine Freundschaft geschlossen? Dein Baby ist drin, der Ray ist drin. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wieso ist der da drinne? April, wo hast du den kennengelernt schon wieder? Und die Calamianu. Ich hoffe, der Name ist so korrekt irgendwie. Oh mein Gott. Ich sag euch gleich, wieso. Oh mein Gott. Die April darf jetzt hier aber noch ein paar Kokosnüsse essen, damit ihr Hunger weggeht. Oh mein Gott. Ich glaube, ich sehe nicht richtig. Der hier, der junge, gut aussehende Mann, der ein Teenager ist. Daher vermute ich, dass sie ihn in der Schule kennengelernt hat. Das ist der Vater von Emerian Hope Thompson. Das ist der Papa von unserer kleinen Emmy. Also der One-Night-Stand, der bei der Party passiert ist. Wieso sie ihn kennt, keine Ahnung. Ich bin nur ein bisschen dezent geschockt, weil sie ja eigentlich gesagt hat, sie macht mit allem Schluss. Sie macht einen kompletten Neuanfang und findet zwar klar, sie hat ihre Freunde aus der Schule, aber dass er jetzt hier, dann muss er aber zur Schule gewechselt sein, weil er war vorher auf einer anderen Schule, da bin ich mir ganz sicher. Also es ist jetzt Fiktion natürlich. Aber, um Gottes Willen, finde ich eigentlich nicht so cool. April, was machst du denn jetzt schon wieder? Nee, du musst nicht Müll suchen, du könntest aber, wenn du möchtest, Muscheln suchen. Die bringen uns ein bisschen mehr. Und irgendwie, ah, du hast die Pflanze erforscht. Deshalb hast du das Foto gemacht, okay. Deinem Baby geht's gut, sehr gut. Ja, und was ich total cool finde, falls ich es noch nicht erwähnt habe, mache ich es jetzt. Falls doch, dann tut es mir leid, wenn ich mich wiederhole. Es ist einfach an einem Wochenende passiert, dass die kleine Emerian Hope auf die Welt gekommen ist. Wir haben Sonntag. Das ist... Betty, du denkst an meine Pflanzen, gell? Ja, ja, du musst an meine Pflanzen denken, Schätzchen. Okay? Immer schön aufpassen. Ja, immer schön aufpassen, okay? Hey, nicht die Pflanze treten. April, hast du eine Muschel gefunden? Nee. Dann hier, isst bitte noch eine Kokosnuss.
Dann ist dein Hunger vorerst so ein bisschen gestillt. Okay, da können wir nichts machen. Aber teilweise gefüllt. Vielleicht versuchen wir es nochmal, uns mit den Bienen zu verbinden. Jetzt hast du natürlich deine Badesachen an. Jetzt haben sie noch mehr Haut, die sie angreifen können. Aber naja. Oh. Das. War das jetzt gut? Das war gut, oder? Sie ist nicht gestochen worden. Hallo. Dann hol mal bitte ganz vorsichtig den Honig jetzt raus. Ganz vorsichtig, nicht, dass die Bienen jetzt wieder böse werden, weil sie ist eben nicht gestochen worden, oder? Wow, wir haben 36 Simoleons gekriegt. Dann zieh den Imker. Oh, wer kommt denn da? Hey, wo bist du? Nina Caliente. Du bist eine junge Erwachsene. April, willst du dich mal ihr vorstellen? Komm, du kannst dich mal vorstellen. Sie hat eine sehr interessante Gangart. Oh ja, Dag, Deck, Deck, ich bin gerne am Essen. Dag. Aber So, sie Urbe. sieht ein bisschen komisch aus, oder? Vina? Kommt mir das nur so vor. Fenofeba. Blavar. Und sie isst gerne Muffins. Oops. Neskafene. Okay. Spino. Phineapaphim. Skoompa. Watanabe. Subauhabri. Umfrontnibahana. Ja, und ich würde gerne irgendwann meinen Führerschein machen. Telfejero Hast du deinen Führerschein schon? Ja, sie nickt. Sie nickt, also hat sie, glaube ich, ihren Führerschein. Ja, und hier ist auf Suladi so vermüllt. April, das stimmt doch gar nicht. So viel Müll ist hier doch gar nicht. Also ich habe jetzt noch nichts gesehen, wo so grünes Zeug im Wasser ist. Okay, wir sind auch noch nicht wirklich über Sulani rumgelaufen. Um Sulani, was ist denn das da hinten? Und du bist wirklich eine junge Erwachsene? Ja, du bist eine junge Erwachsene, okay. So, April. Oh, du hast eine kleine Babyschildkröte gesehen. Das ist ja cool. Das finde ich sehr cool. Ich hoffe, dass unsere Bienen jetzt nicht die liebe Nina nicht angreifen. Das wäre nämlich nicht so gut. So, April, ich fände es aber jetzt cool, wenn du noch schnell duschen gehst, weil du stinkst ein bisschen. Aber wir haben jetzt unsere Kokosnüsse als Einnahmequelle und wir haben unseren Honig als Einnahmequelle. Das finde ich eigentlich nicht schlecht. Und die Betty macht wieder in ihrem Klo rum. Ich hoffe, man hört sie nicht zu sehr. So, April. Dann kannst du dich hier ein bisschen noch um dein Baby kümmern. Fütter die Kleine nochmal. Kannst du sie ein bisschen hüpfen lassen. Du kannst sie so ein bisschen schaukeln. Okay, in irgendein Wunsch ist gerade in Erfüllung gegangen, den ich nicht wirklich mitgekriegt habe. Am Computer über Informationen über Vampire suchen. April, ich denke, du willst eine Meerjungfrau werden und keine Vampirin. Und ich bin so gespannt, wie die Kleine wirklich aussieht als Kleinkind. Vor allem, ob sie der April ihre Haarfarbe vererbt bekommen hat. Die finde ich nämlich eigentlich sehr schön. So, gefüttert wurde die kleine Maus. Aber dann würde ich aber auch jetzt sagen, ich beende diese Folge mit diesem wunderschönen Anblick der beiden. Da wir jetzt schon fast bei einer halben Stunde sind. Und schreibt gerne mal in die Kommentare, ob die April zu einer Meerjungfrau werden soll. Gerne mir auch schreiben, wie man das auf natürliche Weise machen kann. Sonst würde ich ihr durch den Belohnungsstore diesen meerjungfräulichen Seetang holen, glaube ich, heißt das Zeug. Und ich bin sehr gespannt und bedanke mich ganz herzlich, dass ihr zugeguckt habt. Und ich bin so happy über die beiden und freue mich dafür auf die nächste Folge mit euch und habt noch einen schönen Tag. Tschüss!